Herzlich willkommen zu meinem Handarbeitspodcast. Wir haben heute einen runden Geburtstag, die 30. Folge. Und wenn ihr mich sehen könnt, dann ist das gut. Weil dann bedeutet das nämlich, dass ich es geschafft habe, das Video hochzuladen. Und die mir schon länger zuschauen, werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, was ist denn mit dem Intro passiert? Mich nervt mein Computer. Wir haben einen Laptop, ein MacBook, also ein Apple. Und der hat in letzter Zeit, also zum einen immer mal wieder gemeckert, die Festplatte ist voll. Was komisch ist, weil ich eigentlich nicht groß was draufgespielt habe. Auf einmal ist da wieder 40 GB Platz. Kein Mensch weiß wieso. Und das andere ist, dass dieses Programm, mit dem ich immer aufgenommen habe, das iMovie, hier spiegelt sich so das Licht in meiner Brille, das nervt mich ein bisschen. ich nehme auf mit dem iMovie und ich habe keine Ahnung, wo das Ding das hinspeichert. Man findet nirgends irgendwo eine Datei, irgendwo eine Aufnahme, wo man eben sagen könnte, man könnte die dann komprimieren, damit das Speichern keine 4 Stunden mehr dauert. Keine Ahnung, das ist in irgendeiner Unter-Unter-Unter-Datei vermutlich. Das ist bei Apple, so gerne ich Apple mag, mochte, aber das ist generell so ein bisschen blöd. Bei dem iPhoto, da habe ich mich auch immer, aber da findet man es dann auf irgendeinem Weg, aber bei dem iMovie keine Chance. Also ich zumindest nicht. Und ja, ich muss es dann eben immer erstmal auf die Festplatte speichern, was immer so um die 4 Stunden dauert. Und dann kann ich es bei YouTube hochladen. Das dauert dann nicht mehr lang. Das ist dann vielleicht noch 1/4 Stunde. Aber das hat mich genervt. Und jetzt war in einer WhatsApp-Gruppe, in der ich dabei bin, wo eben auch so ein paar Podcaster sind, war so die Frage mit diesem Programm oder dieser App KineMaster, was man denn da machen kann und wie man das und. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, gut, jetzt probiere ich es auch mal. Habe mir die aufs Handy runtergeladen und nehme jetzt mit dem Handy auf. Ist ein bisschen komisch, wenn man zu diesem doch etwas größeren Laptop-Bildschirm gewohnt ist und jetzt hat man so ein kleines Handy. Habe hier auch eine, halb abenteuerliche Konstruktion, also ich hoffe, das bleibt so stehen. Ja, genau. Also, und ich habe noch keine Ahnung, wie viel Speicherplatz ich habe, wie lang das Video läuft, was ich anschließend damit machen muss. Also, wie gesagt, wenn ihr das Video seht, dann heißt es, ich habe es geschafft, das irgendwie zu speichern und hochzuladen. Intro und Abspann habe ich momentan noch keinen. Da werde ich jetzt auch, bevor ich das Video hoffentlich veröffentliche, keinen mehr basteln. Das wird mit der Zeit so ein bisschen dann noch wachsen wieder. So wie es bisher halt auch war. Oder sagt ihr, ach nee, da immer eine halbe Minute Vorspann, das ist uns eh zu lange, lasst es mal lieber weg. Passt schon so, wie es jetzt ist. Dann teilt mir das bitte gerne mit. Gell? Dann lasse ich das. ich hoffe, dass ich irgendwie zumindest dann noch die Bildunterschriften reinkriege, so wie ich es ja bisher eben auch immer gemacht habe, wenn ich ein neues Projekt oder ein fertiges Projekt zeige. Ansonsten, eventuell schaffe ich es auch, meine Kontaktdaten anzugeben. Wenn ich das nicht schaffe, die sind aber auf alle Fälle unten in der Infobox. Da habt ihr auf alle Fälle den Link zu meiner Ravelry-Seite, zu meinem Blog, in dem auch die ganzen Shownotes sind und generell alle Kontaktdaten. Also die stehen alle sowieso unten in der Infobox. Ja, genau. Schauen wir mal. Wahrscheinlich plappere ich jetzt irgendwie eine Stunde umsonst, nur um dann festzustellen, ich check's nicht und krieg's nicht veröffentlicht und nehme dann alles nochmal auf. Aber schauen wir mal. Ich nehme heute wieder so rum auf, weil ich gehofft hätte, man sieht meine schöne Osterdeko, aber die ist einfach zu weit hinten.
Aber ich guck hier mal. Ja, so. So, super duper ist meine Osterdeko nicht. Aber was auch noch der Vorteil ist, fällt mir gerade auf, mit dem Handy aufzunehmen, dass ich das wirklich spiegelverkehrt habe. Also wenn ich die rechte Hand heb, dann ist es auch hier im Bildschirm, ups, die rechte Hand und nicht im Bildschirm dann die linke. Das ist ja das, was mich bei den bisherigen Aufnahmen auch immer so durcheinander gebracht hat. Naja, jetzt fangen wir aber erstmal an. Trinken einen Schluck. Ich hoffe natürlich, dass dann ihr die Schrift jetzt richtig rumseht, dass das so hinhaut. Aber das wird sich alles zeigen. Wie gesagt, neues Programm. Ja, ich weiß, habe schon überlegt, ob ich euch erst das Neue oder das Fortgeschrittene, und ich habe mir gedacht, ich erzähle es jetzt einfach so der Reihe nach, wie ich es mir hier aufgeschrieben habe. Ich habe euch letztes Mal die Sandbank gezeigt. Da hatte ich ja gesagt, ich habe mir ein 120er Knit Pro Seil gekauft in Leipzig und das dann irgendwo verschütt gegangen. Und jetzt habe ich mir nochmal dann gleich 250er Seile gekauft, wobei momentan geht es noch auf einem Seil. Also zum Zeigen ist es doof. Ich halte es mir jetzt mal direkt vors Gesicht. Dann sieht man hier zumindest das eine Ende. Da sieht man schon ein bisschen, wie sich diese Sandbank hier quasi die Form bildet. Ein bisschen weiter hinter geht, tue ich mir wahrscheinlich einfacher. So. Genau. Und ich habe mir gedacht, ich habe euch die das letzte Mal einfach so in die Kamera gehalten, ohne groß was dazu zu sagen. Also es handelt sich, habe ja hier immer, pro Anleitung habe ich immer einen Stift mit dran stecken. Wenn mir mal irgendwann die Kugelschreiber gehen mir nicht so schnell aus, aber die schönen, besonderen, ja, der zum Beispiel, den habe ich von unserem Jubiläum, meinem Schützenverein letztes Jahr. Hatten wir ja ein großes Jubiläum. Und da haben wir die machen lassen. Und ich liebe den. Der ist so gummiert und der liegt so gut in der Hand. Also ich habe da immer so besondere Kugelschreiber, Andenkenkugelschreiber, was auch immer. Und wenn mir die mal ausgehen, dann gibt es keine neuen Projekte mehr. Also zurück zum Thema. Die Sandbank. Das handelt sich hier um dieses Tuch. Anleitung gibt es bei Ravelry. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es gekostet hat. Von der Lea Victoria. Genau. Und wie man auf dem Bild auch sehen kann, das ist also so richtig... Jetzt muss ich mich wieder umstellen, weil die Kamera auf einmal das, das zeigt, was ich mache. Wenn ich nach rechts gehe, geht auch das Bild nach rechts. Genau. Also so ein richtig schönes, großes Kuscheltuch. Das habe ich schon vor Urzeiten angefangen. Ich glaube, vor 3 Jahren irgendwie so. Das sollte nämlich ein Urlaubsprojekt sein. Und dann war es aber doch zum einen, also es war mir klar, dass ich das in einem Urlaub nicht fertig kriege. Und dann meine ich, das war, wo wir im Odenwald waren, dann kam der Teststrick von der Teststrick, war das Melnitz? Da müsste ich jetzt nachschauen. Ja, und dann ist die Sandbank in der Ecke gelandet und genau. Ich habe ja eigentlich, wollte ich ja meine UFOs, so wie es die Jenny auch macht, oder wie ich es bei verschiedenen Podcastern gehört habe, meine UFOs auslosen, welches als nächstes wieder aus der Kiste raus darf. Aber nö, da war ich mir sicher, dass ich das jetzt fertig machen will oder weitermachen will. Ist gerade die Antonia vorbeigelaufen, die hat heute nämlich schulfrei und eigentlich wollte sie mit aufnehmen, aber dann hat sie gesagt, ich habe ja eh nichts zum Zeigen. Jetzt nimmt sie nicht mit auf. Aber vielleicht können wir sie mal kurz reinholen. Zum Hallo sagen. Ich habe auch keine Ahnung, wie es mit dem Ton ist. Ich hoffe, dass ich das mit dem Ton einigermaßen hinkriege, dass ihr mich auch versteht. Genau. Also, wie gesagt, so sieht die Sandbank aus. Man sieht auch mit diesem streifenden Garn schön, das wird in der Mitte angeschlagen und dann immer rundherum in Runden gestrickt. Und es ist jetzt schon ziemlich groß. Und wie gesagt, also mit der 150er Nadel, was macht die? Mit der 150er, dem 150er Seil geht das ganz gut noch, also ohne dass man großartig immer so nachschieben muss. Das flutscht eigentlich ganz gut. Und aber über kurz oder lang werde ich eben zwei 150er Seile brauchen.
die ich dann wieder aneinander schrauben muss. Und dann hackelt es wieder bei dem Übergang. Das war ja das, was ich im letzten Video erzählt habe. Aber ich war leider so dämlich und habe nicht dran gedacht, dass ich mir möglicherweise gleich noch neue, ein zweites Paar Spitzen dazu bestelle. Das sind die Vierer. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt... Wo ist die Kamera? Ob man es überhaupt erkennen kann. Ich glaube, ich habe auch hier das Problem beim Scharfstellen. Also da ist die Kamera vom Computer besser. Na, ich sage euch einfach, das sind 4,0 Zing, die austauschbaren. Und ja, mal schauen, wäre eben zu überlegen gewesen, bevor ich dann wieder zwei Seile aneinander hänge und dann wieder an dem, wo dieses Verbindungsstück ist, da hackelt es doch dann immer ziemlich sehr. Ob es dann nicht geschickter gewesen wäre, eben dann, dass man quasi mit zwei Rundstricknadeln strickt. Aber mal schauen, da kann ich dann immer noch Spitzen bestellen. Ich weiß jetzt auch schon wieder gar nicht mehr, wo ich die Seile bestellt habe. Bestimmt über Amazon. Die kamen nämlich ganz, wirklich ganz super nur in einem kleinen Kuvert und haben entsprechend wenig Versandkosten gekostet. Das fand ich sehr angenehm bei dem Shop. Da muss ich mal schauen. Antonia? Das ist ja schon wieder weg. Gedacht, vielleicht sagt sie kurz Hallo. Genau. So viel zur Sandbank. Da wollte ich einfach nochmal, weil ich das letztes Mal bloß so in die Runde geworfen habe, wollte ich einfach nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, die liegt momentan, weil ich habe zwei neue Sachen angefangen. Ja, so viel zum Thema erst ein UFO fertig stricken, bevor ich was Neues anfange. Oder nur so viele Projekte, wie ich auch Projektbeutel habe. Wobei mit den Projektbeuteln, da lässt sich ja Abhilfe schaffen, gell? Da kann man ja einfach nochmal einen nähen, wenn man einen braucht. Nee, aber das habe ich gar nicht. Ich habe dann irgendwas in die Kiste verbannt, auf der hier gerade mein Handy steht. Dann nehme ich eine Kiste auf einer Kiste und da drauf das Handy. Genau, und dann habe ich da einfach was in die Kiste verbannt und dann war ja eine Projekttasche frei. Ja, blöd, gell? Ich habe angefangen, ich hole mir gerade mal her. Das ist natürlich jetzt das, was am hintersten liegt. Und wenn ich euch das in die Kamera halte, hoffe ich, dass man was erkennt. Und wenn man was erkennt, dann werdet ihr auch sofort wissen, um was es sich handelt. Na, ich habe hier gerade ein bisschen gewurscht und habe den auch schon wieder dran. Also, was wird das hier wohl werden? So ist gut, da lehne ich mich nach hinten und kann ein bisschen unten durchschütteln. Genau, und was wird das hier wohl werden? Also, ich glaube, ihr erkennt es, es wird der So Faded. Genau, ist halt hier auch ein bisschen zusammengeruschelt gerade, weil die Rundstricknadel auch nicht so lang ist. Aber ist angenehm zum Stricken, die Länge. Zum Anprobieren muss ich es dann immer nochmal umfädeln, beziehungsweise eben einfach noch ein zweites Seil mit dranhängen. Aber zum Stricken ist die Länge so sehr angenehm. Schauen wir mal, kriege ich es noch ein bisschen schöner? Ja, so ist es doch schön. Genau, ihr seht, ich habe die Ärmel schon stillgelegt. Bin jetzt gerade bei der zweiten Farbe. Man sieht diese Fading-Sektion nicht so wirklich. Ich hoffe, beim nächsten Farbwechsel wird es besser. Ja, genau. Also ich glaube, die Anleitung brauche ich euch jetzt kuschel nicht groß zeigen. Ich glaube, die kennen inzwischen so ziemlich alle. Außer meinem Schnuckiputzi Stefan. Ich weiß schon. Du guckst und dann lachst du wieder. Kenn dich. Da erzähle ich vielleicht nachher noch was dazu. Genau, also das wird der nicht kurzärmelig, sondern ganz normal langärmelig. Weil ich mir denke, naja, Merino und dann kurzärmelig, das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Da müsste ich dann eine andere Wolle nehmen. Stricken tue ich das Ganze. Jetzt habe ich, ja, doch gewusst, ich vergesse wieder was herzurichten.
Stricken tue ich das Ganze aus der Wolle von Irish Fairy Tale Yarns. Genau, die habe ich ja letztes Jahr schon mal bestellt gehabt. Wollte eigentlich den What the Fate Mystery Call damit stricken. So, jetzt rutscht mir das Etikett eh weg, dann kann ich es euch auch so zeigen. Genau, ein Flying Pig. Genau, also da wollte ich den What the Fate stricken. Dann hat es aber so lange gedauert, bis die Wolle kam, weil die liebe Gabriela leider krank war, die Färberin. Und ich habe ja schon mal, glaube ich, gesagt, im Nachhinein war es mir ganz recht, weil der What the Fate ist ein schönes Tuch. Aber also die Wolle wäre mir dafür echt zu schade gewesen. Muss ich jetzt mal so sagen. Ja, und dann habe ich aber beim What the Fate schon festgestellt, dass die Wolle, die quasi so gefärbt ist, dass sie sich, wenn man Socken stricken würde, würde sie sich so fein ringeln. Dass die jetzt für diesen Fade nicht so gut geeignet ist. Und dann habe ich nochmal Wolle nachbestellt. Ja, genau. Und, der Knäuel ist nicht da drin. Wo habe ich denn die jetzt? Ich hole mir mal schnell noch die anderen beiden Knäule. Kleinen Moment. Nee, sorry, die sind in der Kiste, auf der das Handy steht. Und ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie Pause machen und weiter aufnehmen kann. Ich probiere es jetzt mal. Ich hoffe, das klappt jetzt. So, jetzt habe ich gerade eine halbe Stunde umsonst gequatscht, weil dann das Video auf einmal auf einmal stehen geblieben ist und verschwunden ist. Und ich habe mich jetzt gewundert, warum hat das Video trotzdem eine Länge von 1 Stunde und 5 Minuten? Ja, weil mein Handy einfach diesen ersten Teil, bis zu dem, wo ich jetzt gestoppt habe, dann 2 oder 3 Mal hintereinander kopiert hat. Super. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ich schaue mal, ob ich nochmal alles zusammenkriege. Da vergeht einem echt die Lust, oder? Naja, mal gucken. Ich habe zwischenzeitlich die Antonia zum Bahnhof gefahren und jetzt quasi mit neuer Frische voran. Ich wollte euch die Wolle zeigen, die ich für den So Faded verwende. Genau, also die erste Farbe ist Mermaid Tear. Die zweite das Flying Pig, das habe ich euch schon gezeigt. Dann möchte ich gern als dritte Farbe die hier. Da wiederholt sich dann auch eben dieses helle Türkis und dieses Rosa wieder oder dieses Pink. Das nennt sich Water Lily. Und die letzte Farbe wird dann so ein relativ dezentes, das nennt sich Waves. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich es vorher schon gesagt habe oder ob das jetzt in dem Teil war. Ich persönlich mag das immer gern, wenn sich die Farben so ein bisschen wiederholen. Ich glaube, das habe ich vorher schon gesagt. Ja, wir hatten erst, ich hatte erst 5 Farben ausgesucht, aber es ist immer witzig, wie sich das entwickelt, wenn man es schon allein vom Strang zum Knäuel wickelt. Dann hat sich herausgestellt, dass meine zweite Farbe der ersten viel zu ähnlich gewesen wäre. Also das habe ich selber dann schon gesehen. Und dann hatte ich noch eine drin, die wäre dann nach dem hier gekommen. Ich hätte mir jetzt eigentlich, wenn ich schon neu anfange, hätte ich mir ja auch die anderen nochmal dazu holen können. Mit so dunkellila drin. Und dann haben wir aber da gesagt, nee, also das ist dann zu dunkel. Das ist dann zu ein abrupter Übergang. Ja, wobei ich mir eben vorstellen könnte, dass das mit dem anderen wieder... Mal schauen, ob man da den Fade gescheit erkennt. Man lernt ja immer dazu, auch aus Projekten. Und ich denke, der Pulli wird trotzdem sehr schön werden. Und ja, wie gesagt, man lernt dazu. Ja, zum What the Fade, zu dem jetzt habe ich ja schon gewusst, welche Färbungen sich nicht dafür eignen. Und ja, schauen wir mal. So. Gut, ich hackle jetzt nichts ab, weil dann weiß ich wenigstens, was ich schon erzählt habe und was nicht. Was ich noch erzählt habe, den So Faded stricke ich im Rahmen des Karls, verstrickte Pfotenkarl von der lieben Yvonne. Hallo, liebe Grüße! Und zwar war es so, ich wollte ja den, wie gesagt, schon ewig stricken und habe mir vorgenommen, nein, ich stricke erst den Boxy fertig. Und irgendwann war es einfach soweit. Irgendwann ging es einfach nimmer. Und ich schlag den an und schaue, ich glaube sogar am gleichen Tag noch,
Eben die Folge von der Yvonne, wo sie sagt, ja, denkt dran, der Karl startet oder hat gestartet. Ich glaube, ich bin ein bisschen hinterhergehinkt. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich angeschlagen habe, hatte er schon gestartet. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann kannst du ja da auch mitmachen. Das habe ich mir vorher eben schon überlegt gehabt, das wäre toll, den Karl mitzustricken. Aber mir gedacht, nein, erst der Boxy. Aber wie gesagt, wenn sich's jetzt schon so trifft, dann stricke ich den natürlich mit. Und einen anderen Karl habe ich auch noch, dem konnte ich auch nicht mehr länger widerstehen. Jetzt muss ich natürlich schauen, wo ich das alles, was vorher so schön sortiert habe, jetzt hingeschmissen habe. Hier ist er. Ja, das ist echt schlimm, wenn man da doppelt auf... Das hatte ich noch nie. Also ich habe ja das am Computer schon hin und wieder, dass es abbricht, aber es ist halt trotzdem da. Und nicht so wie jetzt, dass es einfach verschwunden ist. Ich muss mal schauen, das war jetzt so bei 29 Minuten, ob es daran lag. Wobei der erste Teil waren, glaube ich, irgendwie 33, hätte ich gerade gesehen. Also, oder ob einfach der Speicher voll war. Hat er jetzt aber nichts gesagt. Der hat dann nur irgendwie gesagt, Video kann nicht wiedergegeben werden. Mal schauen. Deswegen kein unnötiges Gequatsche. Ich glaube, ich mache es jetzt ein bisschen kürzer wie vorher, damit mir das nicht wieder passiert. Ja, und zwar der hier, ich blitz wieder ein bisschen hinten durch. Ja, viel kann man noch nicht erkennen, aber die meisten werden ihn kennen. Der Rockefeller von Stephen West. Und zwar, hier ist das Bild dazu, aber wie gesagt, die meisten werden ihn kennen. Und zwar stricke ich den beim Kunkelstuben-Karl mit. Also Kunkel-Karl ist der Hashtag auf Instagram. Bei dem, also die liebe Elli strickt ja da auch mit, die ist ja da auch in der Kunkelstube und ganz viele andere auch inzwischen. Und ja, ich habe mich jetzt auch einfach anstecken lassen. Achso, ich muss euch noch die Wolle zeigen. Und genau, Faden verloren. Genau, also wie gesagt, ich habe mich da auch anstecken lassen. Es ist ein Stop-and-Go-Karl, das heißt die Anja. Die Chefin von der Kunkelstube, die hat vorgegeben, wie weit man stricken darf. Immer samstags darf man den nächsten Abschnitt anfangen. Und ich habe mit 4 Tagen Verspätung angefangen, habe aber schon ganz gut aufgeholt. Und die Abschnitte sind wirklich so toll aufgegliedert, dass man wirklich da nicht in Stress kommt. Also dass man wirklich das leicht schafft. Also einige, die haben am Sonntag schon das Bild vom zweiten Abschnitt gezeigt, die am Sonntag schon fertig waren. Und ich glaube sogar schon Samstagabend oder so. So schnell bin ich nicht. Aber wie gesagt, ich stricke ja auch noch was anderes zwischenrein. Nee, aber es macht wirklich Spaß. Und man hat so ein bisschen so einen Antrieb. Ja, mein Problem war, Wolle zu finden. Es ist unglaublich. Ich habe tausende von Kilometern Wolle in meinem Vorrat, aber meint ihr, ich hätte Wolle gefunden für dieses Projekt? Zum einen braucht man 2 Farben, 411 und 462 Meter irgendwie so. Light Fingering, das ist die Vorgabe. Gut, ob man jetzt Light Fingering, Fingering, was auch immer nimmt, aber ich habe wirklich keine Wolle gefunden, wo ich, ja, die meisten Stränge haben dann eben 400 Meter. Sockenwolle hätte 420, aber Sockenwolle am Hals, Also die High Twist, ja, aber das ist auch echt die einzige. Die Irish Fairy Tale wäre auch gut gewesen, aber die hat nur 400 Meter. Und ich habe ja immer nur einen Strang pro Farbe. Dann habe ich zuerst hab mir gedacht, ach, nimmst du so einen Farbverlaufsknäuel und strickst von innen und von außen, wie ich es auch damals beim Fancy Me letztes Jahr gemacht habe. Hat einen ganz tollen, außen schwarz und innen so ein Knallpink. Ja, boah, cool, der ist es. Aber es war halt nur zweifädig. Von der Lauflänge her, also von der Stärke her Lace. Und ich hatte trotzdem eine Dreiernadel genommen. Und sind meine Lippen schon wieder trocken, obwohl ich sie eingeschmiert habe. Ich habe dann ein paar Reihen gestrickt, aber nee. Also das war auf alle Fälle, es war viel zu lapperig und viel zu... Ich wollte zwar schon gerne ein Sommertuch, aber nee, das war einfach nichts.
Und dann habe ich mich für einen Bobbel, der auch schon länger bei mir rumliegt, entschieden. Und zwar für den hier. Eben in so ein Helllila, dann wird es dunkler. Und von außen her geht es eben von so einem Dunkelblau in so ein Türkis über. Ja, der reicht auf alle Fälle. Wo ist es, das Etikett hin? Ja, hier habe ich es noch liegen. Ein Lola Bobble Mystery. Dreifach, der hat 500 Meter auf 100 Gramm und 200 Gramm sind es. Also da habe ich 1000 Meter. Also das passt. Ich habe jetzt von außen her noch nicht den ersten Farbwechsel erreicht. Von innen auch nur, weil man eben ein Stück abwickeln muss. Steht so im Muster. Mehr kann ich ja nicht sagen, weil es ist ja eine Kaufanleitung. Und bei diesem Abwickeln kam dann der erste Knoten. Aber das sind auch ganz dezente Übergänge, das sieht man nicht. Und mein, das war mir natürlich bewusst, dass dann da vielleicht auch beide Seiten ein bisschen unterschiedlich werden. Das ist ja auch das, worauf ich mich freue, wo ich jetzt echt gespannt bin, überhaupt generell, wie es mit dem Tuch weitergeht. Das ist eine ganz verraffinierte Konstruktion und wie es dann eben halt auch mit dem Bobbel so wird. Genau, ich werde berichten. Berichten wollte ich auch über mein, ja, ich sage ja, vorher war alles ordentlich und jetzt ist hier ein Saustall. Berichten wollte ich auch über mein Crazy Trio. Also diese Sockenstricknadeln, diese drei. Aufpassen, dass ich nicht die falsche rausziehe. Diese Nädelchen, die habe ich ja in Leipzig gekauft, Socken damit angeschlagen und ja. Wollte einfach kurz darüber berichten, weil es gibt einige, die sagen, nee, komme ich gar nicht zurecht, andere finden es klasse. Ich gehöre auch eher zu der Kategorie, die Nadeln sind gut. Ja, wie fange ich an? Also angeblich hat es irgendwie eine Lace und eine normale Spitze, wobei da nicht arg viel Unterschied ist. Also die eine ist ein Tickelchen länger wie die andere. Ich achte beim Stricken nicht drauf. Ich nehme die Nadeln, wie sie kommen. Sehr angenehm fand ich einen Anschlag mit denen, weil ich dabei den, wenn ich mit dem Nadelspiel dann doch immer das Problem habe, dann hängen da die vier Nadeln aneinander und dann verdreht sich, dann lege ich es mir immer so auf den Knien ab und sortiere mir die hin und stricke dann quasi noch so im Liegen schnell zwei Maschen, dann kann sich es eigentlich nicht mehr verdrehen. Und das ist immer rechtes Gefummel. Und das war mit denen hier definitiv besser. Vom Stricken her muss ich sagen, ja, also doch, ich stricke gern damit, das möchte ich vorausschicken. Mir geht es so, wenn ich anfange damit zu stricken. Ich brauche wieder ein paar Runden, bis ich reinkomme. Weil ja doch die Nadeln recht kurz sind und ich zu denen gehöre, die das hier mit dem Daumen, mit dem kleinen Finger immer so hinten mit einzwicken. Und es geht gerade so, also ich bin da gerade hinten so an dem, und wenn ich recht trockene Hände habe ich zurzeit, wenn die recht rutschig oder dann rutschen die, dann rutscht mir das schon mal die Nadel irgendwo hier vor. Aber ich meine, dann schiebt man es halt wieder hinter. Und mir geht es auch so, weil ja dann beim Stricken, weil die eine Nadel strickt man ab und die andere baumelt ja dann da hinten so rum. Und dann, wie gesagt, immer wenn ich anfange, die ersten paar Runden, weiß ich nicht, wohin mit der Nadel. Lasse ich sie hier einfach mitlaufen, dann mit der, wenn ich weiter hinten, dann piekt es mir aber oft da in den Handballen, also die Handfläche, was auf Dauer auch nicht schön ist. Und dann klemme ich mir die meistens dann irgendwo so hier einfach zwischen die Finger, wenn ich hier stricke. Ja, also das braucht dann immer einfach ein paar Runden quasi, bis ich da wieder drin bin und dann klappt es aber auch gut. Also ich mag die Nadeln, ich gebe sie nicht mehr her. Genau. Ich habe mit 2,0, weil ich meine Socken nun mal mit 2,0er Nadeln stricke. Und dann waren das jetzt eben natürlich auch die ersten, die ich mir gekauft habe. Dann habe ich noch zwei Tipps. Ja, jetzt ist der natürlich wieder weg. Wo habe ich den jetzt? Ja. Wie gesagt, vorher war alles schön sortiert. Ich habe mir ein Kosmetikschwämmchen gekauft. Ich muss es euch jetzt so erzählen, weil ich nicht weiß, wo das jetzt hingeraten ist. Naja, also einfach so ein flaches Kosmetikschwämmchen in Herzform. Nicht diese Keile, sondern einfach flach. War so ein Dreierset.
Und jetzt werdet ihr euch denken, ja, und warum erzählt die uns das jetzt? Ich nehme das zum Nadeln festziehen. Ich habe immer das Problem bei den Nadelspitzen. Na, ich gehe natürlich hier hinten mit diesem Pinkserchen da rein, der dabei ist, und ziehe es dann fest. Und dann rutscht mir, die Nadel ist dann eigentlich schon fest, aber ich würde es vom Gefühl her gerne noch ein bisschen fester ziehen. Das rutscht mir aber dann immer durch die Finger. Und ich habe wirklich manchmal das Problem, dass sich dann hier die Verschraubung löst unterm Stricken. Das merkt man nicht immer gleich. Dann wandert die Nadel hier vor. Wandert die Nadel hier vor. Und dann hat man hier einen Spalt mit dem Gewinde und dann hängen da Maschen drin. Ja, und dann kann man nämlich erst einmal schauen, dass man alle Maschen irgendwie über, die auf der Nadel gerade sind, über diesen Spalt drüber schiebt, damit man die wieder zuziehen kann. Weil so eben die Maschen hier eine da und eine dahin heben und dann ist da eine Lücke und dann zieht man zu, das funktioniert nicht immer. Zumindest nicht bei mir. Und deswegen habe ich gesehen bei, ich glaube von Haya Haya gibt es so kleine Gummi, Matten, mit denen man eben die festziehen kann. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also Haya Haya extra bestellen da jetzt so ein Ding da und ganz billig sind sie auch nicht und habe dann zufällig diese Kosmetikschwämmchen gefunden. Und die habe ich mir mitgenommen und das geht wunderbar. Hier diesen Stift rein, der immer dabei ist, dann ziehe ich es fest, bis es halt fest ist und mache dann nochmal so einen kleinen Ruckerle mit dem Kosmetikschwämmchen. Genau, mein Tipp des Tages, Knopfhoff. Genau, zu fest ist natürlich auch nichts, dann macht man das Gewinde kaputt, also schon trotzdem mit Gefühl, aber mache ihm nochmal so einen kleinen Ruck. Dann bin ich mir, habe ich zumindest das Gefühl, die sind fest dazu. Und noch ein Tipp bei der Mercerie, das ist das wunderbare Wollgeschäft in München, die haben aber auch einen Online-Shop. Da gibt es ein Strickheft, ein Strickvokabelheft, Englisch-Deutsch, habe ich gefunden. Und zwar ist ja doch so, also ich könnte mich jetzt auch nicht auf Englisch unterhalten, aber des Strickenglischen bin ich mächtig und es gibt halt manche tollen Anleitungen einfach nur auf Englisch. Und viele von euch habe ich schon mitgekriegt, eben auch bei anderen Videos oder so, dass manche einfach Angst davor haben, eine englische Anleitung zu stricken. Und da muss ich ehrlich sagen, keine Angst, ich habe es auch gelernt. Und wenn man mal ein bisschen mit den Abkürzungen vertraut ist, die man sich auch online nachschlagen kann, das ist überhaupt kein Thema. Da gibt es wirklich online auch so Strickwörterbücher. Ja, aber wer da eben ja auf Nummer sicher gehen will oder das vielleicht einfach, ich bin auch eine, die lieber was auf Papier hat, also kommt immer drauf an, um was es geht. Aber ihr seht ja, ich drucke mir meine Anleitungen auch wieder aus. Eine Zeit lang hatte ich sie mir immer aufs iPad gespielt, aber nee, ich muss da Stricherl machen und schmieren und markieren und genau, also wenn ihr da so wie ich seid, dass ihr manche Sachen einfach lieber auf Papier habt, dann guckt doch mal bei der Mercerie vorbei, also entweder real oder im Online-Shop. Ich stelle euch auf alle Fälle den Link in meinen Blog. So, jetzt habe ich bloß noch so ein bisschen Verschiedenes zu erzählen und ich glaube, ich mache jetzt mal auf Stopp, damit ich sicher gehen kann, dass mein Handy gespeichert ist. Mein Video, das speichert und ich hoffe, das tut es jetzt auch und ich hoffe, ich kann nachher noch weiter aufnehmen, weil sonst schmeiße ich jetzt nämlich das ganze Ding in die Ecke. Also, bin gespannt. Wunderbar, so weit, so gut. Das Video ist da, wo es hingehört. Ja, komisch, was das vorher war. Ich habe auch noch irgendwie mehr erzählt, weil vorher war ich nämlich bei 29 Minuten und jetzt waren es, glaube ich, irgendwie 10 Minuten weniger. Keine Ahnung, was ich da noch erzählt habe, aber eigentlich, ja, naja, egal. Genäht habe ich nichts, gebastelt habe ich nichts, wobei ich mit dem Nähen immerhin ein Projekt angefangen habe, das zeige ich euch jetzt hier, bloß mal als Ausdruck, ein Kleidchen. Ich hatte euch ja letztes Mal den Stoff mit den Eulen gezeigt, diesen Jersey-Stoff, woraus ich eben für meine Nichte zur Taufe gerne was nähen würde. Die Taufe ist, also heute ist Mittwoch und in 1,5 Wochen ist die Taufe, also so langsam sollte mal was vorangehen. Und dann habe ich mich eben auf die Suche nach einem Schnittmuster gemacht. Und mir war schon irgendwie
erst habe ich gedacht, ein Shirt, dann habe ich gedacht, auch ein Kleidchen wäre doch nett aus diesem schönen Eulenstoff. Und dann habe ich eben das gefunden, so mit eingearbeitetem Body. Also ich habe zwei verschiedene Anleitungen gefunden und das erschien mir die einfachere zu sein. Bei das andere, ja, die andere Anleitung war auch, aber da hat man so viele Varianten so gehabt, irgendwie, wie man die Ärmel macht und die Bündchen macht und den Saum macht. Und da war ich in dem Moment überfordert. Und dann habe ich mir das hier. Das ist Handmade with Eva Baby. Ist der die Designerin. Babykleid Card Nummer 1. Ups, E-Book. Ist eben zum Download und zum Schnitt ausdrucken. Bei der Wanda habe ich es gefunden unter Jersey Babykleid mit Puffärmelchen. Da habe ich es bei der Wanda gefunden. Ansonsten eben, wenn ihr den Namen googelt, dann finde ich es auch. Oder steht hier auch irgendwo? Facebook, Handmade with Eva Baby. Ja, Facebook-Seite hat sie auch. Na gut. Ja, und da habe ich jetzt gestern angefangen, den Body zuzuschneiden. Prompt reicht mir natürlich der Stoff von der Länge her nicht. Beim Vorderteil geht es gerade so auf, beim Rückenteil muss ich ein bisschen stückeln. Also Stoff an sich habe ich schon genug, nur von der Länge her, weil das war ja nur so ein Abschnitt, den ich mir da gekauft habe. Aber ich glaube, das fällt nicht auf. Ich habe es auch hoffentlich so zugeschnitten, dass die Eulen dann wieder zusammenpassen und ich denke, dann sieht man die Naht da kaum. Und für den Rock habe ich noch bestellt einen Jersey einfach in rosa. Der hoffentlich, ich hätte eigentlich gehofft, das würde heute kommen. Hoffentlich kommt er wenigstens morgen, weil ich muss ja den auch noch waschen, weil den anderen Jersey habe ich gewaschen und in den Trockner, wie man das halt so macht. Und jetzt, wenn ich das bei dem nicht mache, dann kann das natürlich ganz doof rausgehen. Naja, jetzt schauen wir mal. Aber zumindest kann ich den Body schon mal nähen und ich denke, den Rock dann da noch irgendwie, das ist jetzt bestimmt auch nicht das Schwierigste. Ich bin generell gespannt, wie ich das hinkriege mit dem, da so mit diesem Einfassen. Das ist so meine größte Sorge, weil ich meine, den Body zusammennähen, die Ärmel hinnähen, dann noch den Rock annähen, das ist ja alles kein Thema. Genau, bei dem anderen Schnitt war dann noch die Option, ob man den Rock eben so gefältelt oder mit Kellerfalte haben möchte. Ja, war schon auch ein toller Schnitt, aber das hat mich echt überfordert. Genau. Also jetzt schaue ich mal, also wie gesagt, das Einfassen da. Aber ich habe eine Overlock und ich habe eine gescheite Nähmaschine und das wird schon klappen. Ich sehe mich zwar schon dann in der Nacht vor der Taufe dastehen und das Kleid fertig machen, aber gut, mal schauen. Weil nächste Woche ist dann auch, also das Wochenende, Samstag ist vollgepackt, da ist Chorprobe. Und dann haben wir noch Palmprozession, die haben wir dieses Jahr am Samstagabend. Sonntag habe ich dann Zeit. Heute Nachmittag wollte ich eigentlich auch ein bisschen was tun, aber jetzt ist es dank der Technik schon 12:30 und eigentlich wollte ich heute noch das Bad putzen. Na, mal schauen. Nähen wäre natürlich verlockender. Aber egal, also bevor das hier wieder irgendwie abbricht, mal lieber noch das Wichtige. Ja, ich hatte zwei so tolle Highlights seit der letzten Folge. Und zwar einmal haben wir uns in Germering getroffen, die Antonia und ich, mit der Elli. Also die Elli hat das Ganze initiiert, weil sie geschrieben hat, ihre Tochter hat da ein Eishockeyspiel und wer hätte denn Zeit und Lust, relativ spontan da dazu zu kommen. Und Germering ist jetzt für mich ein Pipifax zum Fahren. Muss ja nicht nach München rein. Also, und dann haben wir uns getroffen. Wie gesagt, die Antonia und ich, die Elli. Die Karin von Karin Strickereien war dabei. Die Annette Sternenelfin war dabei. Die Annika von Cats und Unicorns. Und die Biggie von Biggies Wollflock, glaube ich. Ja? Ich glaube, das dürften alle gewesen sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, genau. Gerade zu dem, wie wir am Tisch gesessen sind. Also wir haben uns getroffen, haben ein Spiel mit angeschaut, was wirklich auch echt interessant war. Also so das Eishockey hat schon was. Das
ist auch nochmal ganz was anderes wie Fußball. Das kann man gar nicht vergleichen. Ich gucke, das ist immer blöd, wenn ich so sitze, dann sehe ich immer, sobald jemand draußen vorbeifährt oder geht. Ah. Neugier. Genau, und dann haben gewartet quasi, bis die Wirtschaft aufmacht, haben uns dann raufgesetzt, auch natürlich mit ganz tollem Blick dann auf das Spielfeld. Ja, und haben da geratscht und gestrickt und Kaffee getrunken und dann auch was zum Mittag gegessen. Und ach, es war einfach nur toll. Es war so toll. Und ja, die Elli dachte eigentlich, wir hätten bis um 2, 3, ich weiß gar nicht mehr genau. Also Elli dachte auf alle Fälle, wir hätten nur länger Zeit. Und auf einmal stand dann ihre Tochter da und sagt, Mama, wo bist du denn? Die anderen warten alle auf dich. Und dann hat sie da relativ rasant aufbrechen müssen. Und ja, wir haben halt dann noch ausgetrunken und haben dann auch das Ganze irgendwann beendet. Und es war so toll. Viel zu kurz, aber wenn wir da von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends gesessen wären, dann wäre es wahrscheinlich auch immer noch viel zu kurz gewesen, weil es einfach so toll war. Ja, und ich hoffe, dass sich das ergibt, dass wir das bald einmal wieder machen. Genau, oder eben nach Memmingen. Wie gesagt, Memmingen, 6.9. gleich im Notiz, im Kalender notieren. War das eigentlich im ersten Teil? Kann mich jetzt nicht erinnern. Ich glaube nicht. Also, wenn es jetzt im ersten Teil schon war, dann erzähle ich es jetzt einfach nochmal. Falls es im ersten Teil nicht war, ist es umso wichtiger, dass ich das jetzt erzähle, beziehungsweise daran erinnere, erzählt habe ich ja schon. Am 6.9., Quatsch, 9.6. Worldwide Knit in Public Day und die Anja von der Kunkelstube, eben die auch den Karl ins Leben gerufen hat, organisiert ein ganz großes Stricktreffen mit einem Strickrekordversuch. Genau, das habe ich schon erwähnt. Der Link zu der ganzen Veranstaltung ist nach wie vor unten in der Infobox zu finden, weil mir das einfach so wichtig ist. Deswegen verlinke ich es nicht nur auf meinem Blog, sondern wirklich direkt unterm Video. Und eine Bitte von der Anja möchte ich weitergeben. Bitte, bitte, bitte meldet euch an. Ihr seid dadurch zu nichts verpflichtet. Es kostet nichts. Ihr kriegt keine Spam-Mails oder Werbeanrufe. Und auch wenn ihr dann aus irgendeinem Grund nicht kommen könnt, ganz egal. Oder wenn ihr zwei anmeldet und kommt allein. Oder ihr meldet zwei an und kommt zu viert. Das ist egal. Aber einfach, damit man vom Platz her besser planen kann. Weil es wäre natürlich schade, wenn man den Platz so, weiß ja nicht, ob der irgendwie abgesteckt wird oder was. Aber wenn man jetzt nur mit 20 Leuten rechnet und dann kommen 120. Also deswegen bitte, bitte, bitte meldet euch an. Auch wenn es noch nicht sicher ist. Aber wie gesagt, ihr seid zu nichts verpflichtet. Das Ganze funktioniert wie, wenn man irgendwo in einem Shop Karten kauft, in einem Online-Shop. Man legt die einfach in den Warenkorb, geht auf Kaufen, und das Thema ist erledigt, quasi. Also es kostet nichts, es verpflichtet zu nichts. Es ist wirklich nur rein für die Planung. Hier nochmal der Aufruf an alle. Und ich hoffe natürlich, ich treffe ganz, ganz, ganz viele. Oder wir, die Antonia ist natürlich mit dabei. Ja. Das war auch so nett bei unserem Treffen in Germering. Sie hat ja dann auch gestrickt, ihren neuen Bobbel mit den Pailletten hat sie angestrickt. Und ja, da ist sie eben noch nicht arg weit, weil sie halt jetzt die Woche auch gar keine Zeit gehabt hat wegen ihrer Projektpräsentation, die sie da zu viert ausarbeiten haben müssen. Da war sie jetzt schon ganz schön dran gehängt. Ja, und genau deswegen hat sie eben auch gesagt, ich habe ja nichts zum Zeigen. Genau, und aber das war so toll, das fanden die anderen auch so toll, dass sie, dass da eben so eine, ich meine, sie ist 15, ja. Wir anderen sind so, ja, ich weiß es jetzt natürlich nicht genau, wie alt die anderen alle so sind, aber so, ich sage jetzt mal so grob um die 40. Die Annika ist definitiv noch jünger. Bei der Biggie bin ich mir nicht sicher. Will jetzt nichts Falsches, um Gottes Willen. Aber auf alle Fälle sind wir halt alle doch schon um einiges älter wie sie. Und aber die hat da auch mitgestrickt und mitgeratscht und es war wirklich einfach nur toll. Und ich habe auch was gekriegt. Das steht jetzt hier so ganz blöd irgendwie da oben. Ich habe ja, sammle ja immer alles in meiner Tasche, die mir meine Mama mal gedruckt hat. Sammle ich immer alles, was ich euch zeigen will. Ach, oh, das
war jetzt wieder nichts für die Schulter. Ah ja, mit meiner Schulter geht es auch nicht vorwärts. Die schmerzt immer noch. Ich habe es jetzt immerhin schon mal geschafft, gestern keine Tablette zu nehmen. So hin und wieder probiere ich das. Montag und gestern sogar schon. Aber ich bereue es dann spätestens in der Nacht eigentlich immer. Weil ich dann irgendwie immer komisch liege und dann tut es ganz weh. Blöd. Aber genug davon. Schaut mal. Ja. Ups, genau das hatte ich befürchtet. Dann zeige ich es euch doch lieber einzeln. Die kennt ihr natürlich. Mal die beiden und dann noch. Na, wo ist es hin? Und dann noch die beiden. Genau. Nähgewichte von der lieben Elli. Da hatte ich ihr vorgeschlagen, ob wir nicht tauschen wollen, weil ich finde ja auch die Projekttaschen von ihr immer so toll. Aber da denke ich mir dann, nähen kann ich ja eigentlich selber. Wobei das von anderen immer oder oft mal schöner ist wie das eigene. Also so geht es mir zumindest. Aber eben diese Nähgewichte, ich habe mir das Video angeschaut und habe mir gedacht, nee, das kriege ich nicht. Da bin ich zu ungeduldig oder zu... Nee, also basteln ist nicht so meins. Und dann habe ich sie gefragt, ob wir tauschen wollen. Und dann habe ich das quasi gleich genutzt, unser Treffen, und habe ihr dann gleich mein Tauschpaket mitgebracht. Und dann haben wir noch von der lieben Karin einen Frühlingsgruß, eine Marmelade, ein Hasenfrühstück. Was hat sie jetzt gesagt, ist drin? Ich weiß nicht, irgendwie Multivitaminsaft? Apfel? Ich weiß es nicht mehr. Sie hat es gesagt. Aber ich weiß es schon wieder nicht mehr. Und schau mal, das tolle Etikett. Ich habe erst gar nicht glauben können, dass sie das selber gemacht hat, weil das Etikett so toll ist. Schön, dass du da bist, steht drauf. Und es war auch noch ein Fläschchen Prosecco, also so ein Fruchtsecco, glaube ich, irgendwie so. Aber das ist schon weg. Es ist schon weg. Ja, gut war's. Genau. Ja. Und dann, jetzt kuschelt es nochmal ein bisschen. Und dann habe ich was gewonnen. Die Yvonne hatte ja ein Gewinnspiel zum 1000. Abonnenten. Wobei inzwischen hat sie ja schon 1400. Also Wahnsinn. Also bei manchen steigen die Zuschauerzahlen echt immens. Manchmal bin ich da ein bisschen neidisch. Nein, aber ich gönne es jedem und ich freue mich für jeden. Genau, und die hat ein Gewinnspiel und ich habe natürlich mitgemacht. Und ich habe tatsächlich mal was gewonnen. Ja, ich mache ja öfter bei so Gewinnspielen, also wenn ich es halt so mitkriege, weil da gibt es immer ganz tolle Sachen natürlich. Und in letzter Zeit hatte ich da immer Pech. Habe bei so vielen mitgemacht und hat immer Pech. Und es waren ganz schön viele, die mitgemacht haben. Ich meine, ich hätte was von 170 oder ein bisschen über 170. Also es waren ganz schön viele und ich habe gewonnen. Ah, ja, genau. Und schaut mal. Also weiß nicht, wer alles die Yvonne schaut. Dann habt ihr natürlich die Wolle schon gesehen, die es zu gewinnen gab. Einmal einen pinken Strang von der Franzi Wollzombie. Der ist toll, oder? Das muss was ganz Besonderes werden. Und einen selber gefärbten von der Yvonne. Ich glaube, sie hat gesagt, das ist der letzte. Da hängt schon wieder ein Haar dran. Der letzte, den sie selber gefärbt hat. So schöne, richtig schöne Herbstfarben, gell? Hm. Schön. Also in echt ist er noch viel schöner. Also von den Farben her wärmer, hätte ich gesagt. Genau. Und das war nicht alles. Sie hatte ja noch diese tolle Tasche auch in ihrem Video gezeigt. Wolle kommt von Wollen und nicht von Brauchen. Ich finde den Spruch so klasse. Leider oder zum Glück habe ich nicht gesehen, wo es diese Tasche schon gegeben hat, weil sonst hätte ich mir da eventuell eine gekauft. Aber jetzt habe ich ja eine. Ja, dann hat sie noch mit rein verschiedene Tee, Booker-Tee oder hier zum Beispiel Rooibos-Orange. Von diesen hier, das ist Ronnefeld. Da war auch ein, ja, so eine Art Weihnachtstee oder Wintertee dabei und den habe ich mir dann am Samstag ist das Päckchen gekommen. Genau, am Samstag ist das Päckchen gekommen und am Sonntag habe ich mir dann den Tee gemacht
Oder sogar am Samstagnachmittag noch, weil bei uns hier nämlich wieder Winter ist. Wir haben hier Schnee. Ja. Und mit dabei waren auch noch, also ich mag ja sowas gar nicht gern, also so Pralinen. Nee, Spaß beiseite. Die sind auch schon ein bisschen weniger geworden, die Pralinen. Aber nur ein oder zwei haben mich noch zusammengerissen. Und die teile ich natürlich auch mit der Antonia. Tee mag sie nicht so ganz gern. Also da drin, die macht sich lieber mal einen Kakao oder so. Im Gegensatz zu Johanna, die wiederum gar keinen Kakao mag und dafür lieber Tee trinkt. Aber ich frage sie mal. Also das teile ich natürlich mit ihr. Ja, da habe ich mich so gefreut. Also es war, wie gesagt, das Treffen in Germering und dann auch noch der Gewinn. Das war einfach toll. Ja, und ich glaube, jetzt habe ich hier schon wieder, ich habe keinen Überblick, wie lange ich jetzt eigentlich gequatscht habe, weil ich ja zweimal von vorne angefangen habe. Auf alle Fälle ist es jetzt schon 12:30. Ich gucke mal, dass ich noch ein bisschen was tue. Ja, ich denke, das war's alles. Wie gesagt, bei uns liegt wieder Schnee. Es ist immer so, Samstag hat es geschneit. Ja, genau, Samstag, wo wir auf dieser Geburtstagsfeier waren und da hat man eine Stunde Fahrt, dann hat es natürlich Schneien angefangen. Sonntag hat es nachlassen, dann war auch der Gartenweg gleich wieder abgetaut. Am Montagnachmittag fing es wieder an. Heute früh, wo die Johanna außer Haus ist, hat es auch ganz schön geschneit. Und jetzt haben wir so ein bisschen blauen Himmel. Aber also der Schnee ist schon gleich weg. Also quasi sobald das Schneien aufhört und Sonne ist nicht wirklich, aber sobald das Schneien aufhört, kann man fast zuschauen, wie der wieder wegschmilzt. Aber wir hatten jetzt schon so gute 10 cm wieder liegen. Ja, gut, in dem Sinne, in welchem Sinn, macht jetzt keinen Sinn. Jetzt kommt Ostern, genau, also nächste Woche sind dann schon die Osterferien, die Karwoche. Wie gesagt, die Taufe steht uns ins Haus. Dann am Ende der zweiten Ferienwoche feiert mein Bruder seinen 40. Geburtstag. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen und eine Nachspeise machen. Also Nachspeise machen und ein Geschenk einfallen lassen. Ja, insofern werde ich wohl erst in... Wo muss ich denn eigentlich hinschauen, dass ich in die Kamera schaue? Vorher war ich besser gesessen, jetzt schaue ich irgendwie so schräg. Na, egal. Ich hoffe, ich kriege das Video veröffentlicht, weil sonst waren jetzt nämlich ungefähr irgendwie 2-3 Stunden Arbeit völlig für die Katz. Ja, das nächste Video wird es vermutlich erst wieder eher in 3 Wochen geben, weil wie gesagt, Geburtstagsvorbereitungen. Ja, ich wünsche euch wunderschöne Ostern. Vielleicht kommt ja bei euch auch noch der Osterhase. Bin gespannt, ob er mir was bringt. Ich glaube es ja eher nicht, aber man kann ja mal hoffen. Ich wünsche euch ganz wunderbare Ostern. Und ja, immer frohes Stricken, immer genug Wolle. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und danke für die ganzen Kommentare natürlich auch. Das vergesse ich immer. Aber ihr wisst, ich freue mich über jeden Einzelnen, egal auf welchem Kanal er oder auf welchem Weg er mich erreicht. Ich freue mich über jeden Kommentar. Gell? Also, macht's es gut. Fertig!